This is the Police. Das ist die Polizei, heißt dieses Spiel hier, das noch gar nicht erschienen ist. Irgendwann im Sommer 2016 wird es erscheinen und wenn ihr mal rechts unten hinschaut, da steht Alpha. Das ist eine ganz, ganz frühe Alpha-Version, die ich euch hier zeigen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dieses Video hier das allererste, eine Weltpremiere, das erste Let's Play dieses Spiels, das es überhaupt auf YouTube gibt. Bislang gibt es wohl nur zwei Gameplay-Trailer, die die Entwickler selbst produziert und aus Werbezwecken auf den Markt gebracht haben. Vielen lieben Dank an die Spielefirmen, insbesondere an den deutschen Publisher, an Eurovideo, dass sie mir und euch, meiner Community, diese Möglichkeit ja machen, mal vorab einen Blick in dieses Spiel reinzuwerfen. Es ist noch auf Englisch, wird zum Release irgendwann im Sommer auch auf Deutsch erscheinen. Mit Ausnahme des Sprechers, den wir gleich auch erleben werden, der ist verdammt gut und der spricht auf Englisch. Den werden die meisten wohl auch auf Englisch hören wollen. Worum es geht? Das Spiel ist eine Mischung aus einer verdammt guten Story und ein kleines bisschen Wirtschaftsmanagement wie Sim und auch ein klein bisschen Strategie spielt auch eine Rolle. Man muss durchaus nachdenken, wie man seine knappen Ressourcen richtig einsetzt und mit welchen Fraktionen man es sich eventuell verscherzt oder nicht. Insofern kommt aus verschiedenen Spiele-Genres hier etwas zusammen. Ich bin Writing Bull, ich bin YouTuber, eigentlich spezialisiert auf Strategiespiele und auf Previews. Insofern durchaus passend hier auch auf Vorab-Videos von Spielen, die es noch gar nicht so richtig gibt. Und was mich immer schon reizt, das sind Story-getriebene Spiele mit einer richtig guten Story. Die gibt es nur selten in Strategiespielen. Und hier ein Spiel zu finden, das eine gelungene Mischung darstellt aus Adventure, aus Visim, aus Strategie, das macht mir großen Spaß und mir macht auch das Ambiente hier Spaß, denn die Figur, die wir spielen, schaut mal auf der linken Seite, diesen alten Bullen, diesen Polizeichef Jack Boyd aus der US-Stadt Freeburg, das ist ein richtig zwielichtiger Geselle, der ist zu Beginn der Geschichte ein richtig guter Junge, ein guter Cop, der wirklich versucht, seine Stadt zu beschützen und die Bürger und der nicht korrupt ist und einfach ein feiner, anständiger Mensch und der dann kurz vor seinem Ruhestand beschließt, dass er sich den Ruhestand gerne etwas versüßen möchte und dadurch bereit ist, die Gesetze zu brechen und vielleicht auch über die eine oder andere Leiche zu gehen. Doch das lass uns lieber hier im Spiel selbst erzählen. Es gibt kein komplettes Let's Play hier, wo ich das Spiel komplett bis zum Ende spiele. Ich zeige euch das Spiel nur ein bisschen, allein schon deshalb auch, weil ich euch die Story natürlich nicht spoilern möchte. Das Spiel ist rundenbasiert. Es gibt 180 Spielrunden. Die Version, die ich hier spiele, ist auf 50 Runden gedeckelt und ich bin gebeten worden, nicht mehr als 20 Runden zu zeigen. Wahrscheinlich werde ich euch noch weniger zeigen. Es gibt 5, 6 oder 7 Videos, auf die ich dieses Let's Play hier vorab einstelle, weil ich halt finde, zum einen entdeckt es selbst, ich will euch nichts wegnehmen. Und zum anderen, es ist halt noch die Alpha-Version. Es fehlen Features. Es kommt später zum Beispiel die Kirche noch dazu. Es kommen andere Mafia-Familien noch dazu. Und halt die deutsche Übersetzung, die dem Spiel für die deutschen Fans noch eine ganz andere Tiefe geben wird. Starten wir mal. Ein neues Spiel. Es gibt immer nur einen Spielstand, den kann man noch überschreiben. Insofern fangen wir jetzt von vorne nochmal an. Das sind die Zeitungsmeldungen, die wir uns zu Beginn anschauen. Und ihr seht ja schon aufgrund der Atmosphäre, die hier verbreitet wird, das Spiel ist so ungefähr in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts angesiedelt. So ungefähr über den Daumen. Ein richtiges Datum wird nirgendwo genannt, aber so wie das Spiel anmutet, scheint das, glaube ich, ganz gut zu passen. Und die Entwickler, übrigens Wappy Studios, ein Wappy Studio aus Weißrussland, aus Minsk, der Hauptstadt dieses Staates, die wissen vielleicht durchaus aus ihrer eigenen Heimat, was Korruption bedeutet. Denn wir warten hier wirklich auch durch einen Sumpf von Korruption oder anders formuliert, die Story dieses Spieles, die ist auf Treibsand errichtet, auf einem Treibsand von Korruption. Rein in das Spiel. Wir starten unsere alte Mühle. Ich würde mir echt wünschen, als Polizeichef eine bessere Karre zur Verfügung zu haben. Grafikstil ein bisschen comicartig. Und das Spiel nimmt nicht schnell Fahrt auf. Man hat Zeit. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7.
Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Ich werde euch das nicht alles wörtlich übersetzen, aber so grob, worum es hier geht. Das ist ein Mann, der wirklich alle Illusionen verloren hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und er erzählt, dass er Reporter eigentlich verachtet. Trotzdem aber durchaus gerne auch zu Pressekonferenzen geht, weil sie für ihn ein Ventil darstellen. Wenn er dort über seine Arbeit als Polizeibeamter zu berichten hat, dann denkt er sich oft die ehrlichen Antworten. Das heißt, er gibt taktische Antworten und denkt sich so seinen Teil dabei und findet das ganz amüsant. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices. But predictability isn't one of them. Das ist die Pressekonferenz und das ist das Journalistenpack, wie er wohl denkt. Er hat keine große Meinung von der Lügenpresse. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Auf geht es. Welche Fragen haben die Reporter denn? Erstmal sagen wir natürlich allen freundlich einen guten Morgen. Der Bürgermeister bzw. sein Büro hat gestern angekündigt, fragt ein Reporter oder eine Reporterin, dass unser Rücktritt ansteht. Der Rücktritt von Jack Boyd, vom Polizeichef. Und sie fragen uns, ob das für mich eine Überraschung war oder ob wir das vorab gewusst haben. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ehrlich zu antworten oder taktisch. Es war eine Überraschung. Der Bürgermeister hat es mit uns natürlich diskutiert. Oder ich habe irgendein Bullshit vom Bürgermeister schon erwartet. Oder was soll's? Ist doch egal. Das ist quasi die Variante, ich scheiß auf alles. Entschuldigt bitte. Das wäre die ehrliche Antwort. Die wird natürlich dicke Schlagzeilen provozieren und kann auch sein, dass der Bürgermeister uns dann im Folgenden das Leben ein bisschen schwer macht. Das wäre eine sehr glatte Lüge. Dafür würde er uns natürlich lieben. Aber so viel Lügen, ein bisschen Reststolz habe ich durchaus. Ihn zu beleidigen, das muss nicht sein. Ich gebe einfach das Letzte. Was macht's? Was soll's? Mein Geschäft. Was geht mich es an? Ob ich schon den Namen meines Nachfolgers weiß? Ich kann sagen, nein. Ich glaube, es ist ein neuer Mann, der von außerhalb kommt. Es wird sicher ein Veteran hier aus meinem Department, aus meiner Abteilung sein. Oder ziehen wir das mal konsequent durch? Wir wissen es ja eigentlich hier zu Beginn der Geschichte noch gar nicht. Wir als Spieler, who cares? Wer interessiert sich dafür? Ich werde mich jetzt, ich habe meinen Job gemacht, das reicht. Ich werde mich jetzt nur für gute Zigarren, für Jazz interessieren. Und wer weiß, was soll's, wer meinen Platz einnehmen wird. Wir haben einen Stellvertreter, Francis Kendrick. Und nach dem kürzlichen Korruptionsskandal soll er vielleicht, hat er sich geäußert, dass er auch ziemlich resignieren würde. Und könnte ja durchaus sein, dass der Bürgermeister ihm jetzt unsere Position anbietet. Würde das eventuell seine Meinung ändern, dass er plötzlich frisch motiviert zur Arbeit hinlaufen würde? Ja, könnte sein, klar. Nein, der bleibt genauso resigniert wie vorher. Es sollte ihn eigentlich glücklich machen. Oder wir ziehen das durch. Who cares? Achselzucken. Das ist sein Geschäft, nicht meins. Fragt ihn doch selber. Was das wohl für Schlagzeilen gibt. Viele behaupten, die Polizei würde mit der Mafia kooperieren. Stellungnahme? Haben wir dazu irgendwas zu sagen? Wir können das natürlich glatt abstreiten. Bullshit. Was eine Lüge ist. Also wir machen das nicht. Wir wollen mit der Mafia, in Klammern, noch nichts zu tun haben.
Bullshit, wir streiten alles ab. Ich weiß es nicht, mein Name ist Hase. Es würde der Polizei sogar helfen, mit der Mafia zusammenarbeiten. Oh Gott, die Nachfragen, die will ich dann nicht hören. Oder wir sagen das, was wir immer sagen, nur bislang in etwas verbrämterer Form. Kein Kommentar, no comment. Also, kein Kommentar von unserer Seite. Wird unser persönliches Verhältnis mit dem Bürgermeister eventuell jetzt etwas... ist das die Ursache dafür, dass er jetzt diesen zum Rücktritt... dass es zum Rücktritt gekommen ist? Die Beziehung ist ja nicht unbedingt die beste. Ja, garantiert. Oder nein, überhaupt ganz und gar nicht. Könnte sein, oder... Woher soll ich das wissen? Und ihr ahnt sicher schon, welche Variante ich gebe. Sollen die doch schreiben, was sie wollen. Ich werde weder für den Bürgermeister noch für irgendjemand anders lügen, noch werde ich ihnen hier einen auf Glaubensritter machen, einen Feldzug, einen Kreuzzug starten und hier einen Kreuzzug für die Wahrheit beginnen, mich unter Umständen ins Unglück stürzen. Fragt ihn doch selber. Dafür bedankt man sich für diese Arten von Antworten. Die sind ja leicht zufriedenzustellen. How's the back, Mr. Boyd? Same as you. Unsere Mitarbeiterin. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Unser Mitarbeiter Mr. Kendrick soll uns in Ruhe lassen und der Rest der Welt auch. Das sagen wir immer unserer Sekretärin. Echtes kleines Hörspiel im Hintergrund. Pille nehmen. Zigarre anzünden. Tief durchatmen. Ich schlage vor, Füße auf den Schreibtisch legen. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Es gibt nur einen einzigen Mann, den Emma, die Sekretärin, nicht stoppen kann. Den Bürgermeister Rogers höchstpersönlich. White summer shoes, arroganter Kerl. White socks, white shorts, white polo shirt and the white smile of a hungry shark. Das weiße Lächeln eines hungrigen Hais im Gesicht und komplett in weiß gekleidet. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. Kommt rein, als wäre es sein eigenes Büro. The odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Er ist mit den Schurken auf Dubai. I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Warum wir so schnell weggelaufen sind nach der Pressekonferenz, hätte Rogers gerne gewusst. No reason for me to hang around. Well. This morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. Was für ein feiner Kerl das ist. Sympathischer Geselle. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Alle lieben uns, versichert uns der Bürgermeister. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days. Er legt uns dringend ans Herz, für die nächsten 180 Tage bis zum Einsetzen unseres Ruhestandes schön ruhig zu halten. Dann werden die Bürger sich an uns, an mich erinnern als einen Helden. You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied. Although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Empfiehlt uns noch reichlich an Geld alles an Geld mitzunehmen, was sich bietet, oder deutet es an, selber deutet es an, würde es ja auch machen. Quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Er verlangt es von uns, 180 Tage lang die Füße unterm Schreibtisch ruhig halten. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. Wenn wir von ihm etwas wollen, sollen wir seinen neuen Assistenten Troy Starr kontaktieren. Einen vielbeschäftigen Mann, den sollen wir aber nicht langweilen mit irgendwelchen Kinkerlitzchen.
Rufen wir doch gleich mal an. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Nicht nur der Bürgermeister hat diese Nummer. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes. Go fuck yourself, Troy Starr. Das war der einzige Sinn des Anrufs, eine kurze Beleidigung. Warum? Wird sich am Laufe der Story auch noch enthüllt, welches besondere Verhältnis uns zu diesem Assistenten verbindet. Das sind die Schlagzeilen dieses Morgens, die resultieren immer aus den Ereignissen des Tages vorher plus ein paar Elemente, die durch die Story unverrückbar, weil die geskriptet sind, auf unseren Frühstückstisch draufgespült werden. 3 Tageszeitungen gibt es doch. Das war das Zeitalter vor dem Internet. Da lebten die Lokalzeitungen noch. Und bei allem haben wir im Prinzip gesagt, schreibt, was ihr wollt. Und das machen die Zeitungen auch gerne. Wir gehen zur Arbeit. Die üblichen Probleme, unsere Schottkarre in Betrieb zu nehmen. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. Kantine. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. Nicht sehr gesellig, die Leute, die da sitzen. Jeder guckt eigentlich nur, sitzt für sich und redet nicht mit den Francis anderen. Kendrick. He recently became one Sein Stellvertreter, ghosts, Francis Kendrick, the subject of one of the most devastating corruption ist einer dieser Geister geworden, die sich um nichts und niemanden kümmern. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. Seine Tage sind gezählt. That file I asked for needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Er ist fertig mit der Welt und mit sich. Alt geworden. Alt ergraut im Dienst. Die Geschichte wird nur weiter erzählt. Jetzt die Frage an uns, ob wir uns Tipps anhören wollen. Habe ich eigentlich schon. Das ist das Tutorial, was unauffällig reinkommt. Aber ich lasse es mal drin. Zum einen habe ich selber auch noch nicht so unglaublich weit gespielt. Wer weiß, ob wir bis zu dem Punkt kommen. Und zum anderen ist es ja durchaus auch für uns eine Hilfe, so allmählich in die Spielfeatures eingefügt zu werden. Und wir organisieren hier unseren Tag. Das sind unsere Angestellten. Alle haben wichtige Charaktereigenschaften. Es gibt 2 Arten von Angestellten. Es gibt die Officers und es gibt die Detectives. Das kennt ihr als gute Fernsehseriengucker aus den USA. Law and Order und andere Fernsehserien doch sicher in- und auswendig. Die Officers, die machen zu Beginn die Drecksarbeit, wetzen den Tatverdächtigen hinterher, riskieren ihr Leben und danach kommen die Detectives bei den schwierigen Fällen und beginnen die Ermittlungen. Es gibt eine grundsätzliche Kennziffer dafür, wie gut ein Mitarbeiter ist. Das ist diese Zahl ja beim Sternchen. Ein Wert von 150 ist guter Durchschnitt. Wer drunter ist, ist nicht so gut. Wer drüber ist, der ist besser. Und dieser Wert steigt oder fällt im Laufe der Zeit. Zum Beispiel dadurch, ob er oder sie bei Einsätzen versagt oder ob er die Einsätze positiv schafft. Da müssen wir noch aufpassen, es gibt einen Energiebalken, der besteht aus 5 Streifen hier. Im Prinzip ist es ganz einfach, wenn der Balken zu weit runterfällt, dann ist der Mann oder die Lady vollkommen erschöpft. Dann macht sie eher Fehler und kann auch sein, dass sie dann mal einen Tag gar nicht kommt, weil sie sich ausruhen muss. Das Einfachste ist immer, die arbeiten hier in 2 Schichten, wechseln sich ab, jeden Tag kommt ein anderer, sich an diesen Rhythmus ranzuhalten und die Leute nicht, wenn sie eintags gearbeitet, am nächsten Tag nochmal kommen zu lassen. Das reicht eigentlich schon aus, weil jeden Tag verlieren die einen Punkt an Energie, an einem Tag Ruhe gewinnen sie wieder einen dazu. Die sind nicht immer ehrlich, die erzählen uns nicht immer alles und wir müssen deren Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit ein bisschen erraten. Der Typ hier zum Beispiel, die Pulle zeigt es an, der hat ein kleines Alkoholproblem. Das merken wir aber sicher auch im Laufe der Zeit. Merken wir aufgrund seines Verhaltens oder was er uns zum Beispiel fragt, morgens, wenn er sagt, ich hätte gerne heute frei, was dann an Ausreden oder an Schicksalsschlägen uns erzählt wird. Dann starten wir mit den Leuten und ihr seht schon hier einen Wert von 5 zum Beispiel auf Weiher. 90, 120,
Kochi, hier haben wir eine, die ist ganz gut zum Start und wir haben drei Detectives in dieser Schicht 2, in dieser B-Schicht, mit der wir hier beginnen. Starten wir mal in unseren Arbeitstag. Das ist unser Start und die Tage laufen rundenbasiert ab, aber während der Tage läuft es hier in Echtzeit ab hier. Hier oben werden die Tage angezeigt, das war schon der erste Tag hier. Und die Tage enden halt immer ja 21 Uhr, dann klicken wir auf End the Day und das war's auch schon. Und das Geld hier oben, das ist nicht etwa das Geld, was den Polizeidepartments zur Verfügung steht, sondern uns. Links kommen immer die Anrufe rein, die Notrufe von irgendwo aus unserer kleinen Stadt. Und rechts kommen dann bestimmte Botschaften an uns, also Polizeiberichte zum Beispiel oder Berichte, wie die Einsätze der Polizeibeamten verlaufen sind. Links unten seht ihr die Polizeibeamten unserer Schicht aufgelistet. Bei besonders schwierigen Fällen können wir noch ein SWAT, ein Spezialeinsatzkommando, rufen. Das ist im Prinzip auch schon. Und hier rüber über das Zahnrad kommen wir ins Hauptmenü zurück. Beispielsweise können die Optionen einstellen und andere Sachen machen. Wir setzen erstmal fort und klicken auf Tag beenden. Wir können, wenn wir glauben, dass wir am nächsten Tag eine schwach besetzte Schicht haben, einem Polizeibeamten sagen, komm nächsten Tag wieder, aber wie gesagt, er ist dann tendenziell erschöpft und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, kann auch sein, dass er dann, er oder sie dann irgendwann die Faxen dicker hat und bei irgendeiner Gelegenheit einfach den Dienst quittiert. Das sollte man sich also wirklich gut überlegen und die machen auch eher Fehler dann, wenn sie erschöpft sind. It used to be when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. Die letzten Tage sah er ganz schön fertig aus mit eingefallenen Gesichtszügen. Unseren alten Freund Kendrick haben wir kaum wiedererkannt. Früher war er so ein smarter junger Bursche. Er leidet unter dem öffentlichen Druck und er schämt sich für das Image der Polizei und vielleicht auch für sein eigenes allmählich. Hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face. The fearless policeman standing. Der furchtlose Polizeibeamte von früher erstarrt jetzt hilflos im Schrecken. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything. Die ersten 10 seiner 30 Dienstjahre war er anständig, seit 20 Jahren hat er viel zu viel eingesackt. What can I do? Your friends are your friends. Trotzdem, er ist uns sympathisch, weil er ist halt unser Freund. Freunde kann man sich nicht aussuchen und Freunde sind dort das, auf die es ankommt im Leben. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. Don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? Er empfiehlt uns, seine Geschäfte aufzunehmen. Just like you asked, should be just a few small favors. Payments will bear. Kleine Gefallen den Leuten zu erweisen, dann latzen die dafür auch. Das hilft uns, unsere Pensionskasse aufzufüllen. Half a million. Wir sagen, wir wollen eine halbe Million holen bis zur Pensionierung, denn wir haben die Schnauze gestrichen voll vom anständig sein. Und das ist unser Spielziel jetzt. $500,000 wollen wir in den nächsten 180 Spielrunden zusammenbekommen, ohne gefeuert zu werden und ohne erschossen zu werden. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. Sollte aber vorsichtig sein, empfiehlt uns Kendrick. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand, das sei ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Stichwort Christopher G. Family, Sand. Die Familie, die Everyone Mafia. Knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays Alter Mann, away from the spotlight. Den jeder kennt. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Spendet gerne. He dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes und back as far as die älteste und stärkste Mafia-Familie steht hinter ihm. The old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies.
hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Die Leute für ihn arbeiten, die brauchen öfters mal ein bisschen Schutz durch die Polizei, damit sie ihre Geschäfte besser abwickeln können, und dafür ist der Mafia-Pate bereit zu lassen. An arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. Das kann Mord bedeuten. In 4 weeks, wenn irgendjemand dem alten Herrn in die Quere kommt, kann er sein, dass Polizeibeamte für ihn zur Waffe greifen. And San's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Abweichler, Leute, die ihm ins Geschäft reinspucken, da kann es schon mal zu einer Mordserie kommen. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Wir lehnen das ab, noch wir schwanken. Kasse voll machen, Geld einstreichen, aber mit der Mafia zu tun haben. Schwere Entscheidung. Eine Entscheidung übrigens, die wir zu treffen haben im Laufe des Spieles. Reicht es aus, immer nur gelegentlich so ein bisschen die Hand aufzuhalten? Vielleicht gelegentlich in die Asservatenkammer zu greifen, irgendwie gestohlenen Schmuck abzugreifen und den zu verhökern? Oder können wir unser Ziel, die $500,000 zusammenzuraffen, nur dadurch bekommen, dass wir uns auf die Mafia einlassen? Wie tief sind wir bereit zu sinken? Wie sehr sind wir bereit, unsere Ideale aufzugeben, damit wir uns eine goldene Nase verdienen können? Das ist die Frage, die wir uns stellen hier in diesem kleinen Let's Play mit This is the Police. In Kürze geht es weiter, zwei Hinweise noch. Der erste Hinweis: falls ihr euch fragt, wie Publisher, in diesem Fall Eurovideo, an solche Spiele rankommen, das ist ein Spiel, das über Kickstarter zuerst lief, von einem, wie gesagt, kleinen Indie-Studio aus Weißrussland. Wieso gibt es hier plötzlich einen deutschen Publisher und wieso vertritt der diese Entwickler? Falls ihr etwas mal gucken wollt, wie so ein Einblick hinter die Kulissen haben wollt, wie das Business funktioniert, wie Indie-Entwickler und Publisher zusammenfinden, kann ich euch einen Tipp geben. An dem Tag, wo dieses Video rauskommt, da werde ich auch ein Interview-Video veröffentlichen mit Florian Emmerich von diesem Publisher, von Eurovideo aus München. Und der plaudert für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählt uns etwas über seine Geschäfte, insbesondere mit Indie-Entwicklern, mit Entwicklern generell. Und erzählt uns mal, wie er zu Spielen kommt, wie er Spiele durchcheckt, damit er sich sicher ist, dass die gut sind und dass sie ihm auch gut Geld einbringen. Und gibt uns einfach einen Insider-Blick. Eine Folge in meiner Smalltalk-Interview-Reihe, den Link darauf setze ich hier und den findet ihr auch in der Textbeschreibung auf Video. Und den zweiten Tipp noch, es gibt in meinem Community-Forum bei community.writingbull.de auch wie immer zu diesem Let's Play einen Diskussions-Thread, wo ihr, wenn ihr wollt, auch untereinander über dieses Spiel diskutieren könnt. Ihr könnt natürlich wie immer auch die Kommentarfunktion auf YouTube nutzen, aber ich nutze auch, wenn ihr mal untereinander in aller Ruhe und auch ein bisschen länger und breiter diskutieren wollt, dann empfehle ich euch diesen Diskussionsthread dort. Und ansonsten heißt es, in Kürze geht es weiter hier in diesem, zum Spiel umgewandelten 80er-Jahre-Krimi. In dieser Krimi-Story. Bis dann. Macht's gut, euer WB. Tschüss.